Und da bin ich wieder, der Captain Knorke, mit einer neuen Folge, Folge 7, Mad Games Tycoon. Und ja, wir haben in der letzten Folge alles eingestellt. Wir haben unsere eigene Messe angeschmissen. Und wir haben unsere schon eine Werbekampagne für unser neues Spiel rausgehauen. Oder sind gerade dabei. Und natürlich die Produktion selbst von dem Spiel. Wir sind dadurch fast pleite. Aber wir werden mal sehen, ob wir das Ganze irgendwie schaukeln können. Deshalb spulen wir mal hier auf sehr hohe Geschwindigkeit. Und ja, meine Engine wurde schon mal lizenziert. Ein bisschen Geld kriegen wir da also. Das sieht soweit ganz gut aus. Wie läuft mit der Kampagne da oben? Sind wir fast fertig? Die ist schneller fertig als... Und wir haben kein Geld mehr. Kriegt man hier irgendwas? Nein, kriegen wir nicht. Gut, dann werden wir jetzt erstmal mit Krediten arbeiten, weil ich möchte, dass das Spiel King of Orcs ein voller Erfolg wird. Spiel wurde gespeichert. Oh, jetzt hat er mich hier aber weit weg katapultiert. Und zwar, weil ich diese... Obwohl, wir sparen uns das. Wir machen halt eine Radiokampagne. Das geht auch. Ich versuche zu vermeiden, einen Kredit aufzunehmen. Und was ist das? Eins deiner Spiele hat genug Grafikpunkte gesammelt, um das Grafikstudio freizuschalten. Dort kannst du deine Grafiken für deine Spiele aufwerten. Sehr schön! Ist jetzt aber zu teuer. Müssen wir warten, bis das Spiel hier der fette Erfolg wird. Jetzt haben wir auch noch ein Soundstudio. Ich glaube, damit haben wir so gut wie alles freigeschalten. Wir müssen mal kurz auf Pause drücken. Gucken wir mal. Das muss ich hier. Die Kampagne ist schon fertig. Okay. Also 10 Spiele, 4 Plattformen. Wir haben eigentlich fast alles gemacht. Gut, hier müssen wir Internet erforschen oder mehr Spiele im Internet. Das kommt noch. Und 50 Bugs. Dann kriegen wir auch die Qualitätssicherung. Das ist die, die noch fehlt. Wie viele Bugs haben wir denn? Zeigt er mir jetzt nicht an, aber es macht nichts. Ich muss hier noch ganz schnell. Ach nee, die läuft noch. Ach doch, er zeigt es mir doch an. 48 Bugs. Da haben wir doch gleich wieder das nächste freigeschalten. 49 und. Und. Macht doch mal noch einen Bug, Leute. Das. Ja, ist es. 50 Bugs. Perfekt, sage ich dazu nur. Zwar nicht unbedingt gut für die. Jetzt ist eine neue Forschung fertig. Unfassbar. So, jetzt haben wir auch kein Geld mehr für eine neue Werbekampagne. Dann lassen wir das erstmal. Ich korrigiere. Wir haben Geld für eine neue Werbekampagne und das Spiel ist jetzt draußen. Ja, wir möchten das veröffentlichen. Wir stehen eigentlich ziemlich gut da, finde ich. Das heißt, Publisher suchen. Und jetzt, oh, alle wollen uns haben. Alle wollen uns haben. Wer ist denn rollenspielmäßig am Start? Rollenspielmäßig am Start und gibt uns 7. Engines gibt uns bis 5 Dollar. Geldgeiles Pack. So wie ich. Eigentlich passen wir zusammen. Sind das die einzigen, die Rollenspiele vertreiben? Tatsächlich. Nee. Ich glaube, wir gehen mal wieder zu Blue Ocean. Obwohl, die haben keine wirkliche Marktstärke. Wir können ja mal gucken, ob es noch jemanden gibt, der 7 Dollar hat und eine höhere Marktstärke. Ein Stern, ein Stern. Ja, die mit der großen Marktstärke, die Drecksäcke, die wollen uns nicht gut genug bezahlen, wenn ich das hier richtig sehe. Die nutzen ihre fucking Position aus, ne? Ihr könnt mich mal. Meine Freunde von Blue Ocean machen das schon. Die können das. Und jetzt. 70. 80. Ah, aber Grafik und Sound ist gut. Silber oder ist. Ja, das ist Silber, ne? Gut. So, jetzt geht's ans Geld verdienen. Jetzt warten wir mal, bis die erste Kohle ankommt. Wir sind noch in Pause, können wir lange warten. Komm, 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 komm. Die erste Kohle ist da. Gleich 500.000 Marketingkampagne reinstecken und gleich noch einen fetten Patch reinschieben. Für King of Orcs, bitte. Bugfixing, wir machen hier alles. Für meine Fans ist mir nichts zu teuer. Okay. Die hat aber schon, die hat aber, wenn wir hier einfach mal in die Charts reingucken, in die Wochencharts, da sind wir, boah, Guardian of Dreams, Luschen, Luschen.
Hier bin ich noch nicht. Obwohl 80.000, ich stehe schon nach der ersten. Nee, das ist. Gut, warte mal. Ich habe da aber 80.000, oder? Ah, hier, Platz 60 in der ersten Woche. Das ist doch mal perfekt. Was will man mehr? Kampagne schon fertig? Nee. Marketing, ach, ich habe es doch aktiviert. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt geht's richtig ab, Freunde. Jetzt geht's richtig ab. Uff, ich sehe, wir haben wieder 2, noch was Millionen. Wir gehen mal kurz auf Pause, weil wir haben ja neue Gebäude. Und die sind sehr, sehr gut für uns. Wir haben einmal die Qualitätssicherung. Die bauen wir hier gleich dran. Die brauchte, glaube ich, gar nicht so viel Platz. Aber wir haben's. So, bauen wir gleich hierher. Als nächstes möchten wir noch das Grafikstudio drin haben. Das setzen wir einmal hier ran. Hat das gereicht? Ich glaube, die hatten extra Spezialeinrichtungskacke-Mistrotze, ne? Eine Tür setzen. Das testen wir gleich mal aus. Grafikstudio, Grafikstudio. Da ist das Grafikstudio. Ja, die hat eigentlich eigene Booth. 23.000. Müssen wir mal gucken. Wie habe ich die angeordnet? Ich glaube, ich war auch total platzsparend. Zwei. Das müsste gehen. Alter, das funktioniert. Wow, das funktioniert sogar. Hierher. Und dann hierher. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hat gepasst. Sehr schön. Ich werde natürlich noch bei Verschiedenes. Kriegt ihr natürlich einen Ventilator. Ihr natürlich auch da drüben. Ach, ihr seid ein bisschen größer. Ventilatoren. Dann braucht ihr doch sicher auch noch. Nein, der passt nicht. Der passt nicht. Das ist, glaube ich, ein kleiner Bug, ne? Mal klappt's nicht. Egal. Dann kriegt ihr den nicht. Ihr kriegt aber einen Wasserspender. Für den ist immer Platz. Eine Heizung baue ich euch auch noch ein. Hoch noch. Ups. Da ist eine Heizung. Eine Blume kriegt ihr auch noch. Und einen Feuerlöscher kriegt ihr auch noch. Und ihr seid das Grafikstudio. Ihr braucht auch Musik. So, ich denke, damit sind die ganz gut bedient. Eine Lampe. Lampe kriegt ihr auch. So, das hier war das Soundstudio, ne? Ne, was war das? Das war die Qualitätssicherung. War das die Qualitätssicherung? Das war die Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung hat, glaube ich, keine eigenen. Die kriegt auch nur, in Anführungsstrichen, Schreibtische. Grafik, Sound, genau. Und zwar legen wir doch gleich mal los. Zack, 1, 2, 3, 4. Ich habe zwar noch nicht so viele Mitarbeiter, aber das ist egal. 1, 2, 3 und der passt nicht. Das macht aber nichts. 4, 5, 6. Nee, das passt nicht. Aber hier könnte es vielleicht noch passen. Ja. Ja, das soll erstmal reichen. Theoretisch sollten die vielleicht auch ein Blümchen kriegen, eine Heizung kriegen und einen Mülleimer. Wird er noch einen Platz finden? Jawohl. Genau, bei euch passt aber der hier noch rein. Ein Wasserspender, der passt auch noch rein. Feuerlöscher kriegen wir auch noch unter. Komm schon. Komm schon. Ja. Hier Soundsystem, auch wenn ihr. Keine Ahnung, was ihr sonst noch braucht. So. Ich denke, das lassen wir dann. Das wäre das. Und der letzte Punkt auf meiner Liste ist dann natürlich das Soundstudio. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ist das hier richtig? Ja. Bauen wir das so? Im Mittelgang wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Moment. Soundstudio. Ich muss ja mal gucken. Eigentlich einen Abstand. Das ist das hier. Das müsste passen.
Genau, dann können die nämlich hier noch durchlaufen, wenn sie mal laufen. So, das Soundstudio. Das Soundstudio hat eigene Möbel. Ich wollte gerade sagen. Natürlich auch Luxus. Oh, das ist ein bisschen klein geraten. Das so. Das ist ein kleines. Was? Ja, ich will, dass das hier gut passt. Ich glaube, es ist schon. Ist eh schon verloren. Dann machen wir es anders. Dann müssen wir es so machen. Weil ich will da schon ein bisschen was investiert haben, ne? In das Soundstudio. Das soll schließlich auch ein bisschen was bringen. Das sieht so kacke aus. Ich hätte es vielleicht größer bauen sollen. Dafür ist es jetzt zu spät. Kann ich hier noch eins reinpacken? Okay. Nochmal verschiedenes. Ventilatoren kriegt ihr auch. Da drin ist bestimmt heiß. Da geht's heiß her. Warum packe ich jetzt eigentlich noch eine zweite Blume hierher? Ich habe keine Ahnung. Ihr braucht auf jeden Fall den hier. So eng gebaut, enger geht's gar nicht. So. Eine Heizung kriegt ihr noch. Ehrlich? Die passt da hin? Geil. Ein Mülleimer. Ich sehe schon, dass da unten wird die Müllecke. Und ihr seid ein Soundstudio. Ihr möchtet bestimmt auch Musik haben. Was absolut nicht störend sein wird. Ja, Licht kriegt er auch noch. Weil ihr es seid. So, ich denke, das soll es erstmal sein. Das Einzige. Ich weiß gar nicht. Wir müssen mal noch was testen. Ob wir jetzt schon einen besseren Chef. Ja, haben wir. Genommen, Freunde. Genommen, sage ich dazu nur. So, dann geht's hier hoch. So, jetzt haben wir zwar nette Einrichtungen, aber natürlich kaum Mitarbeiter. Was bedeutet das für uns? Wir müssen wieder Leute einstellen. Es gab ja aber auch eine neue Forschung, ne? Genau, 8-Bit-Sound. 1, 2, 3, 4. Da sitzt noch einer. 5. 6. 6 Leute waren wir doch, oder? Nein, 7 waren wir. Wir waren 7? Ehrlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir waren 7. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Besonders weil ich den 7. jetzt gar nicht sehe. Seht ihr den? Ich sehe den nicht. Warum sehe ich den nicht? Wo ist die Nummer 7? Ich finde es gut, dass wir in Pause sind und die Ventilatoren trotzdem. Die Ventilatoren sich trotzdem drehen. Wo bist du? Auf dem Klo? Bist du auf dem Dopp? Nee. Aufenthaltsraum. Auch nicht. Wo ist die Nummer 7? Jetzt wird mir ja keiner mehr angezeigt. Aber wir haben die Forschung hier beendet. Das ist eine coole Sache. Sonstiges gibt's nichts. Features gibt es auch keine weiter. Wir könnten die Genres jetzt noch erforschen. Weil wir einmal dabei sind. So, jetzt waren wir auch ein paar Tage unterwegs. Das heißt, neue Engine verfügbar. Leck mich, ey. Die Kack-Konkurrenz, sage ich euch. So, Game Design. Das ist Richie Garriott. Ist das Richard Garriott? Soll der das sein? Und Ron Gilbert. Gut, in Game Design einstellen. Geht hier zur Qualitätssicherung. Don Gilbert geht ebenfalls zur Qualitätssicherung.
Glenn Strübitz gilt ebenfalls zur Qualitätssicherung. Muss ich mal kurz ausmachen. Ist das die Qualitätssicherung, oder? Bugs beseitigt und das Gameplay verbessert. Richtig. Und ihr braucht... ihr braucht auch noch Technik-Freaks. Moment, wir haben jetzt Game Design und... ja, Technik-Freaks. Was ist hier Technik? Egal. Ihr macht das schon. Ihr seid zu dritt. So, dann haben wir hier das Grafikstudio. Michel Löwer. Eins. Wir werden das hier noch nicht voll besetzen. Aber wir möchten auf jeden Fall ein paar Leute drin haben, die was drauf haben. Die mir dann helfen. So, da hinten ist Musik und Sound. Da sieht schon ein bisschen Mauer aus. Kann ich hochspulen? Nein. Aber das ist okay. So, erforscht haben wir ja eh alles. Von daher ist das alles bestens. So, könnt ihr eigentlich schon Analysen machen oder nur von Spielen, die schon da waren? Ihr könnt Analysen starten. Das finde ich natürlich cool. King of the Oxe. Analyze this. Achso, ihr seid hier mit Forschung fertig. Nein, oh fuck, jetzt habe ich die Forschung abgebrochen. Boah. Oh, ich werde echt alt. Wir machen einen kleinen Messestand, weil wir haben nur ein Spiel, King of the Oxe. Und dann gucken wir mal, es kommen auf jeden Fall ein paar Besucher, ja. Ja, definitiv. Und 2800 Fans dazu bekommen, das ist gar nicht mal so schlecht. Und hier kriegen wir auch noch ein bisschen Anteiligkeiten, Dingens. So, unsere Werbekampagne ist auch fertig, die ist uns aber jetzt erstmal egal. So, wir werden ja noch die Genres erforschen, die wir haben. Weil kohlemäßig sieht es eigentlich ganz gut aus. Jetzt ist... neue Forschung ist da, okay. Forschungsfolge! Das kennt ihr ja. Das ist natürlich auch ein bisschen fies, wartet mal. Personal einstellen, Büroarbeit. Hier, bitte. Hast du noch einen zweiten im Support? Damit das ein bisschen schneller vorangeht. So, Steuerung mit Maus. Das war das Feature, was wir neu hatten, genau. Dann kommen wir jetzt zu den letzten drei Genres. Vorerst. Ach, wir sind so reich, Leute. Wie könnte ich wohl ein neues Büro ziehen? Oder? Wir haben das hier. 12 Millionen kostet das nächstgrößere. Aber ich denke mal, wir werden jetzt so lange hier drin bleiben, bis wir hierher kommen. Bis wir das Gigantische haben. Das Gigantische. Beziehungsweise, ich könnte ja mal kurz schauen, Produktionsraum. Hier ist die Produktion. Ah, es gibt jetzt 4 Stück. Wie viel können die denn produzieren? Das steht zum Beispiel nicht da. Es geht einfach nur darum, ob das wirklich lohnenswert ist. Ich meine, Lagerraum, Platz für 300.000. Das finde ich eine Hausnummer. Einer ist für 300.000. Freunde, ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber ich würde fast behaupten, es würde sich wohl schon tatsächlich lohnen. Wir machen mal den Lagerraum. Wir testen das einfach mal hier in der kleinen Ecke. Auf diesem Weg. Und dann gucken wir uns mal... ah, die sind auch groß, die brauchen viel Platz. Ja, und ist auch schon nicht so gut gebaut. Das Gute ist, hier in den Raum muss keiner rein. Das heißt, ich kann das hier alles so eng bauen, wie ich lustig bin. Das ist schon irgendwie Platzverschwendung. Jetzt ist die Frage, zeigt dir mal an, wie viel Platz da drin ist. 3,6 Millionen. Guck mal, wir haben hier 2,2 Millionen verkauft von King of the Orcs bis jetzt. 3,6 Millionen ist nicht viel, da muss ich nachproduzieren. Und das nicht wenig. Vielleicht ist es umgekehrt doch besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann's nicht sagen.
Nicht so leicht, nicht so leicht. Wir riskieren das Ganze einfach mal. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir hier die Produktion hinsetzen. Und dann gucken wir mal mit dem neuen Spiel, wie es denn so ist, mit fetter Kohle zu leben. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschö, euer Captain Knorke.